11,5 Millionen Euro hat die Erweiterung des Campus Urstein gekostet, die größtenteils vom Land Salzburg finanziert wurde. Dadurch wurde an der Fachhochschule zusätzlicher Platz für 500 Studierende geschaffen, der nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Der nun fertiggestellte Erweiterungsbau hier am Campus Urstein wurde in einer sensationellen Bauzeit von nur 16 Monaten realisiert. Und man muss sich auch vorstellen, dass in diesen 16 Monaten ja nicht nur 4.400 Quadratmeter Nutzfläche, sondern auch ein Parkdeck mit 102 Stellplätzen realisiert wurde und umgesetzt wurde, und das Ganze während vollem Lehr-, Forschungs- und Studienbetrieb. Im neuen Gebäudeteil sind 11 Hörsäle, Labore und Projekträume entstanden, aber auch mehr Platz für die Mitarbeiter der Fachhochschule. Rein Büroarbeitsplätze sind ungefähr 53 Büroarbeitsplätze neu, wo wir aber schon auch noch Luft nach oben haben, weil wir etliche Projekte, Forschungsprojekte beantragt haben. Wenn wir die, und unsere Erfolgsquote ist Gott sei Dank sehr gut, bekommen, brauchen wir dann auch wieder Platz für befristete Forschungsmitarbeiterinnen. Die nun zur Verfügung stehende Infrastruktur bedeutet aber auch eine Bereicherung für die Lehre. Wir haben neue Räume für unsere Studierenden, wir haben Gruppenräume für unsere Studierenden, aber auch in der Forschung einen Robotikraum, ein Multimedia-Showroom und für die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge neue Funktionsräume. Also ein ganzer Bereich, der wichtig ist, dass wir die Lehre sehr gut und qualitativ hochwertig anbieten können. Seit Semesterbeginn ist der neue Trakt in Betrieb. Wie sind die bisherigen Erfahrungen der Studierenden und Lehrenden? Ja, das ist natürlich super für unseren Studiengang. Wir haben jetzt, alle Studiengangsleiter haben ein eigenes Büro bekommen, und es hat wirklich sehr viele Vorteile für uns. Man kann einfach in Ruhe Telefonaten führen, man kann in Ruhe arbeiten, Leute empfangen. Das ist echt ein sehr großer Vorteil. Ja, die Erweiterung ist einerseits super. Jetzt haben noch viel mehr Studenten am Campus Platz. Es ist ja in den nächsten Jahren geplant, neue Studienrichtungen noch anzubieten. Somit kann man ja das Wissensfeld noch weiter erweitern im Endeffekt in Salzburg. Also aus meiner Sicht, also von Studentenseite her, kann ich natürlich sagen, ist die Erweiterung natürlich ein großer Schritt für die FH und auch für uns Studenten. Aber auch die Gesellschafter der Fachhochschule, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, sind stolz auf die Entwicklung ihrer gemeinsamen Bildungseinrichtung. Wenn man sich vorstellt, dass in den letzten 17 Jahren von 2 Studiengänge auf 24 Studiengänge erweitert worden ist, dass wir inzwischen bereits 2.300 Studierende hier haben und 4.000 Absolventen, die letztendlich Bildungsbotschafter für Salzburg, in Salzburg, aber darüber hinaus natürlich in der ganzen Welt sind. Da können wir stolz sein, denke ich. Und da haben wir als Wirtschaftskammer einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Zu unserer großen Freude hat das Konzept, das wir Anfang dieses Jahrtausends entwickelt haben, nicht nur voll eingeschlagen, sondern unsere kühnsten Erwartungen auch noch übertroffen. Und das ist gut zu sehen, dass ja, die Tochter inzwischen größer ist als Mutter und Vater. Auch wenn die Tochter nun wieder ein Stückchen gewachsen ist, werden die Eltern, also Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, auch künftig für eine gute Entwicklung der Fachhochschule sorgen, die in den nächsten Jahren weiter wachsen soll, wenn auch etwas moderater als zuletzt.